Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch auf jeden Fall einen Status quo geben. Nachdem ich den Heilungsprozess abgebrochen habe, möchte ich halt dennoch präsent sein. Weil das ist für mich auf jeden Fall beim ersten Mal ein Riesenerfolg gewesen. Von 163 auf 137 Kilo runter. Und danach, nach dem Heilungsprozess, habe ich noch weitere 10 Kilo knapp verloren. Das kann schon dafür sorgen, dass man nochmal diesen extra Kick an Motivation bekommt. Ich möchte das nicht ausschließen, dass ich das nochmal angehe mit dem Heilungsprozess. Aber unabhängig davon steht dieser Prozess über allem. Als ich angefangen habe mit Insta im Februar 2019, am 26. Februar, da hat der Prozess für mich begonnen. Und das steht über allem. Und ich weiß, dass das immer weiter fruchten wird. Und ich glaube weiterhin wie ein Besessener daran und bin wirklich davon nicht abzubekommen. Das ist für mich eine Lebensaufgabe geworden, mich zu heilen, mich weiterzuentwickeln, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, an meinen Glaubenssätzen, Gewicht zu verlieren und wirklich da im Leben anzukommen, wo ich auch hingehöre, das, was ich verdiene und das, was auch wirklich meinen Ansprüchen gerecht wird, denn ich habe wirklich so viel Know-how und Potenzial, was ich niemals habe ausschöpfen können, weil ich es mir nicht wert war, weil ich im Autopilot gelebt habe, weil ich die Angst nur latent wahrgenommen habe, verdrängt habe und nicht wusste, woran es wirklich liegt, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich schließe es nicht aus, das nochmal mit dem Heilungsprozess zu versuchen, aber unabhängig davon, auch ohne Heilungsprozess, gehe ich meinen Weg. Ich brauche das nicht, auch wenn es nochmal diesen extra Fünkchen Motivation für den Moment gibt. Sei es drum, in dieser Situation ist es wichtig, den Kopf über Wasser zu halten, ne? Und den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Weil ich sehr, sehr angeschlagen bin mental, die Angst auf dem Höhepunkt ist und es seit Juli eigentlich schon eine sehr beschissene Phase ist mental und sich dahingehend immer weiter gesteigert hat, muss man schon sagen, obwohl ich gedacht habe, das geht nicht. Aber sei es drum, die Angst ist auf dem Höhepunkt, die ist auf dem Höhepunkt. Aber ich habe nochmal drüber reflektiert. Es ist wohl eine generalisierte Angststörung. Ich habe mich nicht diagnostizieren lassen, aber ich gehe ganz fest davon aus. Und es ist das Unabdingbare passiert. Das, was halt passieren musste. Es war eine Frage der Zeit, dass diese Angst so auf dem Höhepunkt ist. Etwas Gutes hat es. Sie kann nicht mehr schlimmer werden, die Angst an sich. Sie hat, also diese Angststörung, hat ihren Höhepunkt erreicht. Dadurch neben sich stehend, diese DPDR-Anflüge, dieses neben sich stehen, Anspannungsgefühl, Angstgefühl, wie in einem Traum sich befindend, teilweise, wenn die Anspannung steigt, die Angst steigt, der Stress vorkommt, also hervorkommt. Und das ist kein Gefühl, wo man sagen muss, ja, ich behalte es bei. Aber man muss das akzeptieren und darf keine Angst haben und darf sich nicht dagegen stemmen, umso eher bleibt dieses Gefühl. Ich will aber damit sagen, es ist das passiert, was passieren musste. Diese Angst, die war immer da. Als Kind, Angst alleine zu schlafen, Angst vor Geistern. Da kann man sich ja noch denken, ja, die Kinderfantasie. Das ist normal, das bleibt jetzt erstmal, das geht wieder weg. Im gesunden Ausmaß hat das jedes Kind. Kinder haben eine blühende Fantasie. Ängste haben wir alle evolutionär gesehen. Bei den Kindern ist die eine oder andere Angst erstmal auf jeden Fall noch was ausgeprägt, aber bei mir wurde aus einer Angst die nächste Angst. Und diese Angst ist nie weggegangen. Ne? Also da ist eine Angst entstanden aus einem traumatischen Erlebnis, was in der Kindheit wirklich passiert ist, die ich nie wegbekommen habe. Aus der Angst, allein zu schlafen. Oder die Angst vor Aufzügen, die Angst, keine Luft zu bekommen, die Angst vor Krankheiten und die Angst, die Kontrolle abzugeben. Bis zum heutigen Tag hat sich das alles einfach nur immer weiter gesteigert und ich habe immer wieder neue Dinge gefunden, die noch mehr Angst hervorgerufen haben und diese Angst wiederum musste ich auch mit meinen Zwangshandlungen und mit meinen Impulsen nachgehen, bis heute ja noch und das eine ist mit dem anderen verbunden und umso höher die Angst, umso stärker die Zwangshandlungen. Das eine hat das andere hervorgetriggert und erst recht entstehen lassen. Aber ich identifiziere mich nicht dahingehend damit, ja, ich habe jetzt die und die Sache, ich bin dies und das, ich kriege das nicht weg.
diese Identifikation damit und sich dahingehend zu stigmatisieren und sich selber dann auch abzuschieben oder den Glauben an sich zu verlieren, unbewusst. Das ist so fatal. Es gibt einen Weg, das uns zu strukturieren, die Glaubenssätze zu verändern, die Gedanken, die Gefühle, die sich dann ändern, anders mit den Gefühlen umzugehen, achtsamer zu werden. Alles durch Mut und durch diese Selbstreflexion. Und da muss man natürlich auch es wollen und da muss man auch in der Lage sein, das zu erfassen, zu erkennen und das zu verändern mit harter Arbeit. Und bei mir ist so ein Glaubenssatz entstanden, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Ich mach dicht, ne? Dieses Flucht, Starre oder halt Angriff bei mir. Eher dieses Flüchten, diese Starre. Ja, ich verdiene das nicht, ich will das nicht, ich mache jetzt dicht, ich schütze mich. Und andere wiederum in meiner Situation, obwohl sie selbiges erleben oder eventuell halt auch natürlich Schlimmeres, haben dann Glaubenssätze, die sie natürlich dann auch nicht dazu bringen, diese Dinge zu genießen, Heilung zu erfahren, im Reinen zu sein mit sich. Aber die haben dann die haben dann Glaubenssätze, wo sie sagen, jetzt erst recht, jetzt hole ich es mir, jetzt zeige ich es den anderen, jetzt kriege ich die Aufmerksamkeit der Eltern, ich zeige, dass ich das kann, ich schaffe das, ich kriege das hin, sind aber trotzdem zu streng zu sich selbst, zu perfektionistisch. Und da schaffen sie es, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, aber finden auch keine Liebe und keinen Halt und haben trotzdem ja, keine Güte für sich selbst und kein Selbstwertgefühl. Und bei mir war halt der Fall, dass ich nichts von mir gehalten habe und dass ich auch nicht diesen Glaubenssatz entwickelt habe, ich mache das jetzt, ich pack das jetzt, ich schaffe das dennoch und ich habe mich komplett gehen lassen. Und dieses Unabdingbare, was ich gesagt habe, ist passiert. Die Angst auf dem Höhepunkt, es ist das passiert, was passieren musste, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, in mir hineingeschaut habe. Macht das alles nur Sinn? Es wäre so oder so passiert, in dem Ausmaß, wie ich das immer in mir drin getragen habe und nie so hinterfragt habe und als selbstverständlich angesehen habe, ja, ich bin halt so, das ist halt so. Und jetzt kommt das, was kommen muss. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Diese ganz schlimme Angst, die mich auch wieder fressen lässt und in dem Sinne, ne, dazu gebracht hat, ich wog heute 140 Kilo, dass ein paar Kilos dann halt auch wieder drauf sind. Aber auch da ist es für mich wichtig zu denken daran, jede Kalorie zählt, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und es ändert nichts daran an dem Tenor, ich glaube an mich, wie Phönix aus der Asche, am Ende kackt die Ente. Die Löwen-Mentalität, die bleibt, auch wenn sie gerade jetzt wieder eingedämmt ist, bleibt es der grundsätzliche Tenor. Ich will damit sagen, es ist keine gute Phase, Leute. Gerade geht es mir ein bisschen besser. Ich war in der Stadt was essen. Ich bin ein bisschen zur Ruhe gekommen. Aber puh, diese Anspannung, diese Angst, diese Gedanken, das wünsche ich nicht mal meinem ärgsten und schlimmsten Feind, damit zu leben. Leute mit Angststörungen, die wirklich ein gestörtes Verhältnis zur Angst haben, nicht zur Ruhe kommen, nicht vernünftig dadurch schlafen können und sich wirklich dadurch malträtieren, muss man schon sagen, oder nicht mal mehr arbeitsfähig sind wirklich oder fähig sind zu funktionieren. Die werden schon wissen, wovon ich rede. Für mich ist es aber kein Grund, sich in der Opferhaltung zu ja, fallen zu lassen und zu verweilen und zu sagen, ich pack das nicht. Denn ich weiß, dass ich das packe. Und das ist ein jahrelanger Prozess. Das ist ernst. Und das ist mir immer bewusster geworden. Und ich werde das in die Öffentlichkeit weitertragen. Das Gesicht dieser Sucht, das dick seine Symptomatik in meinem Fall ist. Und nicht, du bist faul und du hast keine Ahnung von Ernährung. Was da wirklich dahinter steckt. Und bei jedem äußert sich das anders. Nicht jeder frisst sich dick. Man kann sich auch anders schaden und unter seinen Möglichkeiten bleiben. Ja? Aber wenn du dann dabei noch dick bist, gezeichnet davon, dann haut man natürlich noch mehr drauf, weil du nicht zu der Norm gehörst. Äußerlich und augenscheinlich. Und deswegen bestätigen sich dann viele immer wieder negativ selbst und verlieren total den Glauben an sich. Und schaffen es gar nicht. Und wenn sie es dann irgendwie schaffen, mit einer Magenverkleinerung oder irgendwie doch für kurze Zeit die Motivation kommt, ist es nicht von Dauer oder man hasst sich dennoch und kann nie sein Potenzial entfalten, weil man das Mentale nicht erkennt oder nicht angehen will oder nicht angehen kann oder sonstiges. Und das ist so fatal. Ja. Auf dem Höhepunkt ist die Angst, aber ich glaube an mich, wie Phönix aus der Asche. Ich glaube an diesen Weg, dass man irgendwann nicht mal an mir vorbeikommt und ich immer weiter ein Gesicht dieser Sache sein werde, mich heilen werde, anderen helfen werde, sich zu heilen und auch jetzt schon so sehr helfe mit all dem, was ich zeige und berichte. Schon allein, dass die Leute sehen, sie sind nicht alleine oder verstehen, was mit ihnen selber passiert.
Und das ist unendlich viel wert. Ich bin unendlich dankbar und ihr sollt halt wissen, ich bin ein ehrliches, authentisches Gesicht dieser Sache und schäme mich dessen nicht. Ich habe mich lang genug geschämt und lange genug die Augen davor verschlossen, was passiert. Und ich bleibe dabei. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe alles selber reflektiert, alles selber verstanden, alle Zusammenhänge verstanden. Alles. Das Einzige, was man sagen kann, ja, nimm Medikamente, um dieses Gefühl abzumildern, um diese Gedanken nicht aufkommen zu lassen oder wenn die Gedanken aufkommen, vor denen keine Angst zu haben, runterzukommen. Ne? Das ist das Einzige, aber ich will keine chemischen Medikamente nehmen. Und ich arbeite an mir. Und ich habe auch diese Rückschläge, ich habe auch diese Phasen, wo man sich mal auch wieder gehen lässt, das ist normal. Ich bin gütig zu mir geworden. Und es bleibt ein schmaler Grat zwischen gütig sein, es verstehen und natürlich auch sich da wieder hinter zu verstecken. Das muss man auch immer wieder erkennen und dann auch immer wieder den Fokus nach vorne richten, sich fokussieren. Dass es ein Weg ist mit Höhen und Tiefen, der nicht linear verläuft, sondern wellenförmig. Wie Phönix aus der Asche.